So, ich bin heute richtig heiß auf Dragon Ball. Aber richtig heiß. Ich starte auch gleich das Game. Aber richtig heiß auf Dragon Ball. Wir sind ja mittlerweile schon auf dem Planeten Namek angekommen. Und man kann Vegeta zocken. Sehr cool, einer meiner Lieblingscharaktere. Ich bin so gespannt, was uns noch erwarten wird hier. Ich meine, die Geschichte kenne ich ja, ne? Die kennen wir alle, aber was das Spiel noch so zu bieten hat, ne? Da sind wir wieder. Und was hier auch noch dazu kommt, es gibt einen Season Pass für Dragon Ball Z Kakarot. Das heißt, die hauen da auch noch wahrscheinlich Updates raus, ne? Wer ist eigentlich Kakarot? Son Goku. Das ist sein Saiyajin-Name. Also sein wahrer Name eigentlich. Son Goku ist ja eigentlich ein Außerirdischer. Er wurde von jemandem adoptiert. Beziehungsweise er wurde eigentlich auf die Erde geschickt, um die Erde zu zerstören. Beziehungsweise um die Menschen auszulöschen. Eher nicht so. Ey, was ist da los, Michel? War ja beim Lungenfacharzt, kam nichts raus, war alles in Ordnung. Habe aber trotzdem was zum Inhalieren bekommen. Das muss ich in der Früh nehmen und bin seit 2 Tagen wieder angeschlagen. Leicht Fieber gehabt. Oje, oje. Gute Besserung dir. Gute Besserung, Michel. Was ein Kackname. Ja gut. Ist halt ein Saiyajin-Name, ne? So. Ja, hätten sie ihn lieber X3 Fallen X genannt, ja. Das wäre auf jeden Fall besser gewesen. Mann, Monster Hunter oder Star Wars, wie wär's mit beidem? Wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann einfach beides. Ich kann's dir nicht sagen, weil Monster Hunter habe ich nie gespielt. Star Wars, ja, ist ein geiles Game, also. Aber du bist ja immer so ein bisschen Prinzessinhaft, ne? Deswegen kann ich traue mich dir nicht zu sagen, Niklas, weil du sehr sehr wählerisch bist. Ich finde das einen eindrucksvollen Namen. Statt Kakarot. X3 Fallen X. Am Arsch gebe ich einen Huni für Spiele aus. Ja, du hast schon für Schlimmeres einen Huni ausgegeben. Für viel Schlimmeres wahrscheinlich. So, wir waren ja hier. Der Vegeta hat ja hier das Dorf ausgelöscht. Der Arsch. Auslegungssache. Ja, bestimmt hast du Unnötigeres schon gekauft. Das hat jeder. Aber ja, klar. Ja. Das sieht jeder anders. Was nötig ist und was unnötig ist. Oh, stimmt. Wir müssen Sarbon müssen wir ja vernichten. Ha. Aber ich schaue mich hier noch schnell um.
gibt es hier die Medaillen. Mir kommt das Spiel irgendwie laut vor. So, der eine Punkt macht es wahrscheinlich, Kappa. Von 46 auf 45 heruntergestellt. Das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Na, den Hugo Boss Anzug für 800, den ich einmal getragen habe und mir jetzt nicht mehr passt, brauchte ich ganz unbedingt, ja, zum Beispiel, ne? Aber Anzüge sind echt teuer. Wenn du einen gescheiten haben willst. Ich kenne das. Aber stell dir vor, wie viele Spiele du dir hättest kaufen können um 800 Euro. Hättest du dir Spiele fürs ganze Jahr kaufen können. Hast ein Jahr eine Beschäftigung in deiner Freizeit. Brauch keine Anzüge, der Michi. Jogginghosen mach's auch. Einen schönen Jogginganzug. Da, da, da. Vor allem find mal einen für meine Maße. Ja, stimmt, du bist ja ein Hühner. Oder wie viel Alkohol? Ja, gut. Das ist, das wäre dann wahrscheinlich schneller weg. Bei dir. Das wäre dann wahrscheinlich schneller weg. Jogginghosen. Jogginghosen sind eigentlich ganz praktisch. Ich weiß, es gibt viele Hater der Jogginghose, aber... Autsch. Oh, du Arsch. Ass. Oh, der lebt noch. There we go. Gehört halt nicht in den Alltag. Für zu Hause oder Sport wunderbar. Ja, warum nicht? Ja, ich meine, wenn du jetzt zur, weiß nicht, wenn du jetzt zum McDonald's gehst und dir ein paar Burger holst oder sowas, werde ich mir auch nicht einen feinen Zwirn, in einen feinen Zwirn reinzwängen, ne? Aber gut. Nein, selbst dann nicht. Ah gut, da ist halt jeder verschieden, ne? Dann zieht man sich eine Hose an. Jogginghose ist eine Hose, mein Freund. D
Die muss ja nicht komplett ranzig ausschauen oder so, ne? Ich rede schon von gescheiten, von einem gescheiten Material. Jo, zuibun shisashiburi da na, Zabon-san yo. Dodoria wa ore ga katatsuke sasete moratta ze. Zugi wa omae-san no ban da. Jetzt ist Sabon. Sabon dran. Nani? Nani? Kisama ga Dodoria wo katatsuke da da to. Easy peasy haben wir den besiegt. Obwohl wir haben einmal verloren gegen ihn. Easy peasy, kappa. Nakanaka kaette konai to omotta ga. Sinjirarenna. Scouter ga nakunatte Namekusei-jin no mura o barabara ni sagashimaatteru you da na. Sude ni yatsumeta Dragon Ball wa Freeza no tokoro ni sorotte iru toyu wake ka. Sama. Freeza nanka ni kurete tamaru ka. Freeza. Gut, dass Ansichten verschieden sind. Ja, stimmt, Michi. Stimmt. Ja, Niklas mag keine Jogginghosen. Ah, die Fini hat das auch, glaube ich, letztens gesagt. Die mag auch keine Jogginghosen. Das sieht man halt, ne? Ist halt, Geschmäcker sind verschieden. Ja, Niklas, du magst ja auch nicht aus einer Dose trinken. Hm? Was ich so letztens mitbekommen habe, gell? Das halt auch, ne? Ist halt alles Ansichtssache. Jeder so wie er mag. Sudeni ore mo hitotsu te ni irete iru nda. Nokori mo kanarazu ore ga itadaite yaru. Bier aus Dosen ist halt blasphemisch. Als andere ist mir egal. Achso, es ging dir nur um Bier, okay. Ja. Nani? Nani? Auf geht's. オーク。Aua. Zeig mir dein wahres Gesicht. Dein hübsches. Zeig mir deine schöne Seite, Sabon. Da ist sie ja. Oh, rip.
とんだ誤算だったな。せっかく貴様が腕を上げたのに、また逆転してしまったぞ。ついでにもう一つ教えておいてやろう。フリーザ様も変身型の宇宙人だと言っておられた。な、何？気絶したか。まだ死んでもらっては困るぞ。貴様には聞きたいことがある。裏切り者の治療をしてやることになるとはな。意識を取り戻したらドラゴンボールのことを吐かせてやる。Da hat Vegeta nochmal Glück gehabt. Das Haus des Oberältesten. Was war eigentlich gestern bei Fnatic los? Ah, hast du League geschaut? Hast du etwa League of Legends geschaut? Waren die Trash? Ja, irgendwie die Synergy zwischen denen passt überhaupt nicht. Also es wirkte so, ne? Aber gut, ich meine, es war der erste Tag jetzt. Schauen wir mal. Schauen wir mal heute. Gucken wir mal. Tommy, Frage für einen Freund. Wann Rocket League mal wieder? Boah, Rocket League. Das war ja nicht so meins, ne? Das war ja nicht so meins. Ich meine, es war schon ganz lustig am Anfang, aber dann irgendwie... Sind diese langen Schulterteile ein Modetick oder hat das einen Sinn? Da musst du den Zeichner fragen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine, diese Rüstung allgemein ist sehr dehnbar. Also die passt sich deinem Körper an. Aber die Schulterteile, keine Ahnung. Also das weiß ich noch, dass sie das mal gesagt haben. Dass das so eine super duper Schutzkleidung ist. Keine Ahnung. Irgendeine hochentwickelte. Vielleicht sind die Schulterteile für die Aerodynamik gut oder so beim Fliegen, keine Ahnung. Was war sie? Top und Jungle waren halt einfach bad. Ja. 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 Gibt's halt nicht viel zu sagen, ne? Dazu. Ich hab's verpasst, hab vergessen. Kannst ja nachschauen, Michi. Kein Problem. Und heute ist auch noch ein Tag. Aber ich schau mir das auch erst nachher an dann. Heute wird gezockt. Schau ich mir wahrscheinlich morgen nach oder so. G2 und Fnatic geschaut. Nice, Niklas. Und das, obwohl du gar nicht so der League-Süchtler bist. Rocket League ist mechanisch einfach mega anstrengend und anspruchsvoll. Das stimmt, ja. Das stimmt. Nail! Jokkitana Dende. Saicholo Samoa. Oyoso no Nariukyoshi Teoideda. Junger Namekianer-Krieger. Nail. Futaritomo Nakai. Saicholo Samaga Owai ni naru. Wie die sich halt äußerlich überhaupt nicht unterscheiden, die Namekianer. Finde ich. Irgendwie schaut da jeder gleich aus. Ja, bis auf den Oberältesten jetzt natürlich, ne? Aber. Aber Nail sieht zum Beispiel aus wie Piccolo. Yokoso. Anata wa Chikyūjin desu ne. Mazu, waga ko Dende o tasukete itadaita rei o iitai. Arigato. いえ、大したことはできませんでしたが。あの悪党たちのせいで、もうこの星の我が子たちはほとんど殺されてしまいました。残念です。ナメック星に住む者の知恵と力の証、ドラゴンボールが、
まさかこのような災いを呼ぶとは。単刀直入に言いますが、そのドラゴンボールを俺に貸してもらえませんか。あいつらには絶対に渡しません。約束しますから。僕からもお願いします。 OK。 この地球の人たちの願いが叶えば、地球にも再びドラゴンボールが蘇るのです。何？地球にもドラゴンボールが、ナメック星人がいる。いや、いたのか。はい。その昔、この星の危機の時に宇宙船に乗って地球に逃れてきたとか。カタッツの子だ。驚いた。まさかあの幼子が無事たどり着けていたとは。あの子は確かにドラゴンボールを作り出せる竜族の天才児だった。そうか。しかしあの天才が死んだとは。寿命か、それとも殺されたのか。Es war Papa Nappa。 殺されました。ここに来ているベジータっていうサイヤ人に。Er hat aber nicht Nappa gesagt, er hat Vegeta gesagt. 地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。え、過去？Die Hand auf die Glatze. Die heilige Glatze. 過去に悪が入り込んで体が二つに分かれておったのか。愚かな。せっかくの生まれ持った天才的な力を半減させてしまいおって。元通り一つにさえなれば、死なずに済んだかもしれんのに。一つに？神様とピッコロが一つに戻れば、半減した力が戻る。よろしいでしょう。あなたたちの望みは純粋なものだし、これまでの勇気は大きく評価されるものです。このドラゴンボールはあなたたちに差し上げます。Ich hab die Kamera vergessen zu switchen. Oh no. Warum sagt mir keiner was?ですが、おそらく願いは叶わないでしょう。え、どうしてですか？残念ながら私の命はあと数日しか持たないでしょう。それまでにあの恐ろしい悪者からすでに集めた玉を奪えますか？おそらくとても無理でしょう。私が死んでしまえば、ドラゴンボールも消えてしまう。そうですか。いいです。やむを得ません。とりあえず俺はそのボールを預かって命がけで守ります。お願いします。ところで、あなたは地球人なのに飛び抜けた力をお持ちのようだ。しかももったいないことに、まだ眠っている力が終わりになる。その眠っている力を起こして差し上げましょう。おお。まさか、そんな力なんて残ってませんよ。今でさえ、もう限界を超えてるくらいなんすよ。力が。うひゃー！力が吹き出してきた！すげー！あ！ Und schwupps! Ist er stärker! Eine Handbewegung! Easy! もう一人の仲間を連れてきてもいいですか？ Oh ja! Mit Son Gohan auch!
そいつ、きっととんでもない力を眠らせていると思うんです。連れてきなさい。強い正義は一人でも多い方がいい。すぐ連れてきますから。デンデ、待っててくれ。すぐにご飯を連れてここに戻ってくる。はい、お気をつけて。イエーイ、neues Seelenabzeichen. Yahoo! Ne, chotto Gohan-kun! Zutto acchi ni aru Dragon Ball-hannou ga ugoki dashita wa! Kocchi ni massugu mukatte kuru wa yo. Kore, Krillin-kun nano kana?きっとそうですよ。じゃあ、こっちの一つは？こっちの5個がフリーザってのが多分持ってて、ほら、ここんとこ一つだけポツンと。は？ベジータが村を襲っているって言ってた、その方向ですよ。でも、ベジータはそこにはいませんよ。気が感じられませんから。Ja, der hat ihn versteckt. Wakatta. Aiz, Mura war osotta kedo, Dragon Ball war hakken dekinakatta no yo. Sono Radar kashite kudasai. Boku, sono Dragon Ball o tori ni ikimasu. Yoshi, ikuzo. Ne. Was sind das für Maschinen da hinten? Ano sa.Aha, ich habe ein Küchengerät und eine Ressourcenmaschine in der Höhle gelassen. Du kannst sie bei Bedarf gerne benutzen. Man sollte immer auf alles vorbereitet sein, nicht wahr? Ja, vielen Dank. Nice. Ah, das war dieses Haus, was wir in der Enzyklopädie gelesen haben. Letztens. Und gibt's hier was? Was Verstecktes? Leider nein. Alles klar, hier kann ich mir die Dinger kaufen. Sehr schön. Und hier kann ich kochen. Wunderbar. Ich verlasse mich auf dich, Junior.Eine Medaille. Zack! Son Gohan OP!
So hoch wollte ich nicht springen. Ein Item. Überragendes, erweckendes Wasser. Oh yeah. So, dann haben wir hier oben noch was. Das zerstören wir gleich. Ein Schiff vom Freezer. Vom Freezer! Gibt's immer schöne Sachen. Wir haben hier eine Nebenmission. Ja, unter Wasser gibt es doch wahrscheinlich auch was, oder? Sind doch auch wahrscheinlich irgendwo Medaillen versteckt. Kann ich mir gut vorstellen. Das sieht ziemlich leer aus hier. Oder vielleicht auch nicht. Hier ist wieder eine Medaille. Bang rang. Yeah.
In your face! So, wen haben wir da eigentlich? Wer ist das? Ah ja, warte mal. Habe ich die Medaille jetzt aufgehoben? Ja. Nein, habe ich nicht. Ich wusste, da war ja noch was. Ach, schon wieder. Komm nicht näher. Was macht er? Freezer-Armee-Soldat hat einen Verbündeten gerufen. Was? Das können die auch. So. Oh, ich sehe schon was. Ah, ich weiß schon. Ich weiß schon, was da... Wer da steht. Ich habe leider seinen Namen vergessen. Obwohl, nein, das ist nicht der. Ich dachte, einer von der Ginyu Force. Okay. Okay, schauen wir mal. Was ist da los? Sieh mal einer an. Ich habe einen Namekianer-Zwerg gefunden. Du weißt vielleicht etwas über die Dragon Balls, also komm mit. Ein Freezer-Armee-Soldat quält ein namekianisches Kind, schlagt den Rüpel windelweich und rettet das Kind. Okidoki. Namekianisches Opfer. Halt, aufhören! Lasst ihn in Ruhe! Wer zur Hölle bist du? Die Namekianer haben nichts Falsches getan. Ich lasse nicht zu, dass ihr sie so behandelt. Easy. Du bist jetzt in Sicherheit. Aber bleib weg! Was? Du bist einer von ihnen, oder? Keine Sorge, ich bin nicht. Ich glaube dir nicht. Alle aus meinem Dorf wurden von Leuten aus dem Weltraum umgebracht. Du bist auch aus dem Weltraum, oder? Du bist auch böse, stimmt's? Der Junge hat eine Menge durchgemacht, deshalb traut er niemanden, der nicht von seinem Planeten stammt. Es tut mir wirklich leid, ich wollte dein Dorf retten, aber ich war nicht schnell genug. Was? Ich bin hier, um zu helfen, ganz ehrlich. Oh, hast du Hunger? Halt den Mund, was geht dich das an? Ich kann dir etwas zu essen besorgen, wenn du willst. Wir müssen nur Wasser trinken.
Moment, Namekianer brauchen also nur Wasser zum Überleben? Wenn ich so darüber nachdenke, ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass Mr. Piccolo etwas gegessen hat. Stimmt, ja. Hey, warte mal, okay? Was? Zunguan hat etwas sauberes Wasser gesammelt und mitgebracht. Hier, trink das. Du hast dir die ganze Mühe gemacht. Nein. Nein, irgendwas stimmt da nicht. Du hast es vergiftet, oder? Es ist nicht vergiftet, es ist einfach nur Wasser. Naja, gut. Gluck, gluck, gluck. Tut gut, oder? Ja. Oh, was ist los? Hä, stimmt was nicht? Ich kann kein Wasser mehr trinken? Hä? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Offenbar stimmt etwas mit seinem Körper nicht. Wie wäre es mit ein paar Früchten? Früchte? Die habe ich noch nie probiert. Ich hole dir ein paar. Warte hier. Es sollte einem Baum in der Umgebung Früchte geben, die ich einsammeln kann. Okay. Namekianische Frucht. Ah, okay, wir brauchen 4 Stück. Warum kann er auf einmal kein Wasser mehr trinken? Oh Mann, wie viele Gegner. Eine noch. Okay, das sollte reichen. Dann mal zurück zu dem Jungen. Hier, ich habe dir ein paar Früchte mitgebracht. Probier mal. Magst du sie nicht? Nein, das ist es nicht. Ich habe nur noch nie Früchte gegessen. Ich weiß nicht, wie das geht. Ah, oh ja, stimmt. Komm, ich zeige es dir. Nachdem Son Gohan dem Namekianer-Kind gezeigt hat, wie man die Frucht schält, probiert er sie. Und was sagst du? Ist sehr bitter. Oh, tut mir leid, ich hätte die Frucht wohl besser vorher probieren sollen. Aber man kann sie schon essen. Ich glaube, mir geht's wieder etwas besser. Das ist alles noch ganz neu für mich. So etwas habe ich noch nie zuvor gespürt. Ja, was ist hier los? Vielleicht weiß Bulma ja etwas. Könntest du hier einen Augenblick warten? Ich muss da etwas überprüfen. Ich bin gleich zurück. Überall könnten Medaillen sein hier. Ja.
Hier wieder eine. Hier wollte ich hin. Kann er was lernen? Nein. Oh, du bist zurück. Hast du irgendwelche Dragon Balls gefunden? Nein, aber es gibt da etwas, über das ich mit dir reden muss. Ich bin vorhin auf dieses Namekianer-Kind gestoßen. Und ja, ich habe ihm dann stattdessen Früchte gegeben. So, ne. Verstehe. Weißt du vielleicht, was hier los ist? Naja, es ist nur eine Vermutung. Aber der ganze Stress, den er durchgemacht hat, könnte ihn in seinem Kopf und in seinem Körper Abnormitäten ausgelöst haben. Sein Körper zieht keine Nährstoffe mehr aus dem Wasser. Stattdessen muss er jetzt über Nahrung versorgt werden. So wie unsere Körper auch. Wirklich? Ich... Und wie bringen wir das wieder in Ordnung? Keine Ahnung, das gehört nicht zu meinen Fachgebieten. Zhong Guang kehrte zum Namekianer-Kind zurück. Das ist ihre Meinung dazu. Das ist es also, was mit meinem Körper geschieht? Keine Sorge, ich bin sicher, dass sich dein Körper irgendwann von selbst erholen wird. Irgendwie fühle ich mich schlecht, weil ich nicht mehr für dich tun kann. Deshalb habe ich dir noch ein paar Früchte mitgebracht. Die werden dir hoffentlich helfen, noch eine Weile über die Runden zu kommen. Hey Kogi, servus, was geht? Ja, eine Runde Dragon Ball Z Kakarot. Was geht bei dir? Habe das Game durch. Oh, nice. Und wie fandest du es im Großen und Ganzen? Wieso bist du so nett zu mir? Was? Wieso ich so nett bin? Weil das Richtige ist. Das Richtige? Ja, wenn jemand in Schwierigkeiten steckt, sollte man ihm helfen, oder? So machen wir das, zumindest auf meinem Planeten. Seit vorhin, mega gut, hab schon nachgelesen, soll ja noch Erweiterungen kommen und so weiter. Ja, es gibt ja einen Season Pass, ne? Da bin ich auch sehr gespannt. Sehr, sehr gespannt. Aber mir gefällt es auch extrem gut, das Spiel. Ja. Also ich spiele ja auf der PlayStation und da gibt es einen Season Pass. Es gibt wirklich schlimme Außerirdische, aber ich bin froh, dass es auch nette Außerirdische wie dich gibt. Wie heißt du eigentlich? Ich bin Son Gohan. Und du? Ich heiße Necke. So, Gohan, ich habe es gerade wirklich schwer, aber zu wissen, dass es auch nette Leute wie dich gibt, macht es mir etwas leichter. Ich werde versuchen, stark zu bleiben. Klasse, und ich werde tun, was ich kann, um dir zu helfen. Danke, So, Gohan. Yay. Du. Was bringt der Season Pass? Naja, ein Season Pass ist ja meistens, da kriegst du die ganzen Erweiterungen mehr oder weniger umsonst. Na, du zahlst halt für einen Season Pass. Aber jede Erweiterung, die in dieser Season rauskommt, die bekommst du halt umsonst. Also, du musst nichts weiteres mehr dazu zahlen. Wenn du jetzt jede Erweiterung einzeln kaufen würdest, dann würde es teurer sein als der Season Pass. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklären können. Naja, bis jetzt gibt es ja noch keine Erweiterung. Ja, aber wenn eine kommt, dann kriegst du sie automatisch.
wenn du einen Season Pass hast. Achso, ja, wir haben ja ein Seelenabzeichen vorhin bekommen. So, aber wohin haben wir den? Wo haben wir den? Oh, Vegeta ist ja auch da. Haben wir auch noch nicht. Gibt's einen Bonus? Kein Bonus. So, dann schauen wir mal. Prinz Pilaf könnte man da rein tun. Vom Gegner zum Freund. Oh, so eine Vierer-Kombo, ne? Oh, das sollte ich machen. Ich glaube, Vegeta haue ich da drüber. Zu den Set-Fightern. Obwohl, der hat schon die Vierer-Kombo. Wir machen es so. Wir könnten... Ja, wir machen das so. Pool müssen wir halt weggeben. Dann hau ich einfach mal hier hin. Hier kommt Tenshin Han. Wo ist Tenshin Han? Hier ist er. War's das nicht? Piccolo muss hin. Ah. あの頃の俺とは違うぞ。勝つのは俺だ。あの時俺は孫に勝ったんだよな。なんだと? So. Den können wir hierhin platzieren. 昔は俺も互角だったんだがな。俺も悟空に比べたら全然で。よし。 久しぶりにオラと修行すか。あ、遠慮しておくよ。 Jetzt können wir ihm da noch hin. おめえかなり強くさ。 Ultimatives Vater-Sohn-Team. Hier können wir noch Pool hin platzieren. Hier können wir Dingsbums Lunch hin platzieren. いい加減俺から逃げ回るのはやめろ。逃げてるわけではない。修行。 So. Oh, den Cyberman hätte ich auch noch rüberhauen können. Das wäre sogar noch besser, glaube ich. Ja. was wird denn noch gehen? Ich glaube, das ist eigentlich schon ganz gut so.
Da gab es da nicht noch einen Bonus mit Pool? Ah nein, das war mit der Schildkröte hier. Die zwei sprechenden Tiere. Okay. Wo ist näher am besten? Beim Reparieren. Ja, dann haben wir den dorthin. So. Und er hier. Okay. Hier ist am besten. Da haben wir überall Kombos. Er ist bei den Erwachsenen ganz gut. Dann kommt er auch hier hin. Und schau so. Beim Kochen. Stufe 4. Ja. So können wir es lassen. Das ist gut. Gefällt mir so. Wobei, Pool schauen wir noch. Auch beim Kochen. Okay. Ja. Dann haben wir den auch zum Kochen. So. So, jetzt haben wir eh keine freien Seelenabzeichen mehr. Alle sind belegt. Sehr schön. Haben wir das auch gemanagt. Ja, wunderbar. Weiter geht's. Und hier sind wieder viele rote Punkte. Bangarang!